Herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Interview und zwar mit dem. Kevin, hallo. Und ja, ich stelle mal gleich die erste Frage und zwar die Standardfrage: Warum machst du LPs und ja. Warum ich Let's Plays mache, hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Mich spornt das an, sage ich jetzt mal, dass ich, also wenn ich spiele und ich bekomme gutes Feedback, also Daumen hoch halt, wenn man weiß, worum es geht da, ne? Ich finde es einfach gut halt, da kann man einfach, das spornt halt an, weiterzumachen und das macht mir auch Spaß. Kann man Gut, nicht viel zu oh. sagen. Ja. Und wie bist du auf deinen Namen gekommen? Wie bin ich auf meinen Namen gekommen? Damals, da waren wir noch zwei, jetzt sind wir ja drei, also Tobi, Dennis und ich. Ja. Und damals waren nur Dennis und ich. Und zwar, ich war da ganz am Verzweifeln, um überhaupt, ich wollte einen Namen haben. Und habe ich so erstmal, Stunde war das oder so, überlegt und habe ich Dennis angerufen und der hat dann so gemeint, irgendwas mit uns beiden. Und da ist mir dann halt doppelt eingefallen und dem doof. Und da ist dann halt doppelt doof rausgekommen. Ja, gut. Und was sind so deine Lieblingsspiele oder was sind so die Richtungen, in die du Let's Plays dann spielen? Puh, ich spiele so gut wie alles. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so ins Mikro gepustet. Nö, ging. Okay. Ich spiele so gut wie alles. Ne? Gerade letztens habe ich ja wieder ein Projekt angefangen, Dead Space. Wie gesagt, so gut wie alles. Ich tue einfach mal das ruhige Minecraft spielen oder Battlefield 3. Halt all Games. Gut, und was könntest du so an Tipps geben, wenn jetzt einer jetzt anfangen möchte mit Let's Plays auf YouTube, also für so Neulinge? Was kann ich für Tipps geben? Also Qualität ist sehr wichtig. Kommt niemals mit 240p-Videos an. Also da ganz unten die Qualität, Ja. weil auf meinem allerersten Kanal vor 2, 3 Jahren oder wann das war, da war ich noch 11. Naja, da habe ich Videos in 360 bis 240, ja andersrum, 240 bis 360p gerendert. Nur damit es schneller ging und dann noch so ein übelst schlechtes Mikro. Und ja, da kommt halt schon mal Scheiße raus, ne? Ja. Und also das gibt's noch so einen Trick. Oder das heißt Trick, einfach noch einen Tipp. Labert nicht mit, was ihr im Spiel macht. Zum Beispiel, ihr spielt Minecraft, ne? Und dann so, baut ihr gerade Steine ab zum Beispiel. Also ich baue jetzt Steine ab und jetzt hole ich mir Holz. Und sowas kommt einfach komisch. Lasst sowas. Ja gut. Und ja, ich überlege gerade, ob mir gerade noch eine Frage einfällt, aber ich würde sagen, erstmal darfst du mich jetzt fragen und dann gucke ich, ob mir noch was einfällt. Okay. So ganz spontan jetzt mal eine Frage ausdenken. Ich weiß jetzt nicht. Hast du eine Konsole? Ich habe eine PS3, eine Wii, ein Nintendo 3DS, die älteste PSP, die es gibt und 3DS, DS und also DS Lite ist das und Nintendo GameCube, PS1 habe ich, eine PS2 hatte ich mal und dann halt mein PC. Na, da wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, welche Konsole, also PS3 oder Xbox, bevorzugst du so? Ja, ich habe ja nur eine PS3, also Ja, deswegen, ja, ist und ja ich egal. bevorzuge eigentlich keine Konsole mehr. Ich glaube, meine PS3, die hatte ich seit bestimmt einem halben Jahr nicht mehr an und meine Wii, oh mein Gott. Da bin ich bestimmt jetzt schon beim Jahr, weil ich bin, Konsolenspielen macht Spaß, aber mit dem PC kennt man sich einfach mehr aus, da kann man so ein bisschen mehr dran machen und hier und da und ich bin Hat eigentlich mehr so der Möglichkeiten. PC-Spieler. Hat mehr Möglichkeiten, der Ja. PC. Puh, naja, muss ich kurz nochmal nachgucken, vielleicht habe ich das Ding doch noch. Wie bist denn du auf deinen Namen gekommen? Also, mein früherer Standardname immer war Hey, also der wieder Hi, also Hai, und dann halt die 97 hinten dran, weil ich ja 1997 halt geboren bin. Und das war halt immer so früher mein Standardname. Und dann habe ich mal Minecraft gekauft und da habe ich mich aber leider, weil das schon sehr scheiße spät war, habe ich mich in meinem Namen vertippt und statt ein A ein E gemacht, also dann Hey 97 oder Hi 97, wie man es aussprechen möchte. Und
aufgrund, dass ich eigentlich auf meinem Kanal erstmal mit Minecraft anfangen wollte. Und deshalb habe ich mich dann AP Hey halt genannt, weil das halt mein Minecraft-Name da war. Und damit das halt passt und übereinstimmt. Und ja, jetzt werde ich in Skype angeschrieben, ist auch praktisch, aber egal. Und dann hatte ich halt noch meinen alten Laptop und der war halt nicht gut genug für Minecraft aufnehmen und deshalb kam ja auch als erstes Plants vs. Zombies, was ja so gerade so ging und jetzt mit dem neuen PC halt kam halt Minecraft und alle anderen Spiele, die ich jetzt habe, melde ich mich einfach mit LP Hey oder LP Hey 97 an. Das ist Okay. jetzt so mein neuer Standardname gewesen. Ist das jetzt halt. Kann ja noch was draus werden, ne? Ja. Naja, was hätte ich noch? Aus welchem Grund machst du weiter mit Let's Plays? Also ich muss jetzt zugeben, ganz, ganz am Anfang, da habe ich mich erstmal so auf YouTube, dann habe ich so mitgekriegt, Gronkh kriegt Geld da, also ich bin auch durch Gronkh auf die ganze Let's Player-Szene so gesagt gekommen. Und dann habe ich gemerkt, so, Gronkh kriegt dadurch Geld. Ich spiele eh sowieso nur den ganzen Tag am PC und rede bei den Spielen häufig selbstständig auch so mit, so alleine halt. Gamer. Und dann habe ich mir überlegt, so, man kann damit Geld machen. So, die ersten zwei, drei Videos, also wirklich nur die ersten zwei, drei Videos, die waren wirklich nur wegen Geld, Geld, Geld. Hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber war so. Und als ich dann aber merkte, so, das erste gute Feedback kam, so, hey, super, mach weiter so, und die ersten Abonnenten kamen so. Dann habe ich gemerkt, so, das macht ja auch irgendwie Spaß, wenn man Feedback kommt. Und ich habe mittlerweile die Chance zu monetarisieren. Meine Eltern würden mir auch ein AdSense-Konto erstellen, aber ich mache das halt nicht. Ja, also Geld bekomme ich auch über AdSense da. Ja. Wird ans Konto meiner Eltern weitergeleitet, das Geld. Naja, ich bekomme so. Warte mal, nur wenn man YouTube-Partner ist, darf man das nicht sagen, ne? Nee, du darfst das generell nicht sagen. Ja, okay, dann sage ich es lieber nicht. Kann ich unten einblenden, heimlich? Nein. Nein, nein. Gut. Ich sag's mal so, es ist nicht so millionärsmäßig viel. Also keine 2 Millionen im Jahr. Nein, nicht wirklich. Ich Wenn hab es hin gedacht, der hinkommt, dann. 12-jährige Gronkh verdient 2 Millionen im Jahr. Schade. Nein, es ist so, also pro Tag so im Bereich von unter 50 Cent. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber gut. Hast du jetzt noch Fragen? Ich bin eigentlich durch jetzt. Du bist durch. Dann überlege ich noch ganz kurz. Ich bin ja auch immer noch so, ich habe die ja noch alle im Kopf so. Ich bin ja mal zu schreibvoll, um die mir aufzuschreiben. Überlegen, 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 überlegen. 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 Nee, ich glaube, ich habe jetzt auch nichts mehr. Okay. Gut, dann nach 7 Minuten 58, 59, 8 Minuten sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und danke fürs Zusehen. Jo, tschüss.